Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Wir stehen hier am Todesstern auf dieser mittleren Plattform. Nein, das war nur eine Spiegelreflexion, Lichtreflexion. Und wollen uns jetzt hier gleich dem Endgegner stellen. Ich werde schon mal diesen riesigen Hebel hier umlegen. Oh, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Was für ein Schloss das hier oben ist, so. Und zack, ist die Tür offen. Juno, ich bin fast da. Ich spüre Vaders Nähe. Ja, die Beobachtungskuppel des Imperators sollte jenseits dieses Lifts liegen. Ich bin bereit. Und er hat's verraten, wir werden jetzt gegen Darth Vader kämpfen. Und glorreich mit ernstem Schritt betreten wir diesen Gang hier zu Vader, zur Kuppel des Imperators. Gespannt, was uns jetzt erwartet. Ihr alle habt das Imperium verraten. Man wird euch befragen, foltern. Ihr verratet mir die Namen eurer Freunde und Verbündeten. Dann werdet ihr sterben. Unser Tod wird anderen den Weg weisen. Eure sehr öffentliche, sehr schmerzhafte Hinrichtung wird ein Beispiel für die übrige Galaxis sein. Es gibt vielleicht doch eine Rebellion. Lord Vader, nehmt euch des Jungen an. Ich habe dich gut ausgebildet, aber du musst noch viel lernen. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Jetzt wird es spannend gegen Darth Vader. Er hat den ersten Schlagabtausch direkt gewonnen und direkt in seine Finte gelaufen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, kommt der immer mit seinem. Du hast mir gute Dienste geleistet, aber das ist nun vorbei. Jetzt aber. Alter, geht doch. Wollte ich schon gerade sagen. Autsch. Scheiße. Ach komm doch. Ach, da wird einem hier echt der Finger lahm. Ach, das gibt's doch nicht. Doch. Autsch. Ach komm, Darfi, sei doch nicht so gemein. Sei doch nicht so. Wir waren doch mal Kumpels. Wir waren doch mal Bros, Alter. Jawohl. Haufen, Kauf, Leiste. Kriegt der alte Mann da. Ich zeige dir die wahre Herrschaft. Ja, das mach mal. Da. Du Chromlo. Da kommen wir hinterher, wa? Da kommen wir hinterher, Meisterchen, wa? Alter, mach mich nicht an hier, du. Doch. Ja, du kommst. Noch ein bisschen. Das kriegen wir hin. Autsch. Alter, nun ist doch mal genug hier.
So. Zack. Auf die Schnauze. Komm. Autsch. Er ist platt. Vader, du hast ihn gleich. Das war das Füßchen. Und das war die Maske. Mal ein bisschen andere Energie, Schild britzeln und durchs Fenster. Guten Abend. Ja, vernichte ihn. Er war schwach. Gebrochen. Vernichte ihn jetzt und komme an meine Seite. Nein! Helft ihm! So Leute, und wir sind jetzt in einem moralischen Scheideweg. Entscheiden wir uns dafür, Darth Vader weiter gegen auf Kaulives zu hauen oder helfen wir unseren rebellischen Freunden? Das ist jetzt die Frage, die sich hier uns stellt. Ich weiß schon, welches Ende welches ist. Und ich entscheide mich fürs gute Ende, weil wir sind ja jetzt doch zur hellen Seite bekehrt worden. Wir sind ja Jedis und wir wollen die Rebellion aufrechterhalten. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt gegen Imperator selber stellen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Ich hätte gerne eine Umfrage noch gemacht. Aber mit 38 Abonnenten ist es doch ein wenig mager noch. Ich verspreche euch, sobald wir ein bisschen mehr haben und auch wirklich immer Feedback kommt, werde ich auch dann bei solchen Sachen regelmäßig Umfragen machen. Aber ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, dass wir uns jetzt für die helle Seite entscheiden und stellen uns gegen den Imperator. Komm her, alter Mann. Das kann doch nicht so wehtun. Oh, heul nicht rum. Heul nicht rum, Opa. Heul Rebellion endet. Rum. Autsch. Autsch. Aua. So, komm her. Aua. Autsch. Nicht Opa. Opa, das tut man nicht. Ja, der hat immer sehr ein schönes Schild hier. Opa, komm her. Du hättest Lord Vader vernichten sollen. Du hättest an meiner Seite herrschen können. Oh, 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 oh. Autsch, wir sind tot. Ja, der Imperator hat es doch ein wenig in sich. Ich muss noch gucken, wie wir da irgendwie... Geht doch. Deine Hoffnung schwächt dich. Hör auf hier, Opa. Der gibt uns mächtig auf der Kauleiste, der alte Mann. Das ist... Aua. Und ich renne hier ins Schild rein. Das ist nicht gesund, was ich hier tue. So, der ist weg. Der ist auch weg. Na, nu, schmeiß. Schmeiß. Geht doch. Ah, hier hinter müssen wir uns verstecken. Das muss man mir auch erstmal sagen. Aua. Ach, der hält sein Schild noch aufrecht. Dieser kleine Demo-Opa. Du hättest Lot. Ja, komm. Auf die Schnauze, Opa. Du warst immer zu schwach für die dunkle Seite. Kommt so einer. Ich und zu schwach für die dunkle Seite. Ich bin gleich zu schwach. Hm.
her, alter Fredio. Ich geb dir auf den Kauleiste, aber ganz gewaltig. So. Hoppa wieder. Hoppa in Action. Hoppa in Action. Jetzt erstmal ganz gewaltig wieder auf den Kauleiste und weiter geht das wieder. Hier komm. Geh schön zum Schildchen. Und er hier wieder. Kommt. Kommt. Aber das sieht doch gesundheitsmäßig dem doch gar nicht so schlecht da. Ah, böse. Das macht man alles nicht. So, komm her. Du wirst der dunklen Seite niemals entkommen. Klein möchte gern Kanistern. Ach, da hat er uns noch getroffen. Scheiße. Autsch. Da hat er uns erwischt. Das ging aber diesmal echt doch ganz gut gehandelt hier. Ja, wäre, hätte, sollte, könnte, müsste, ne? Ach, er wieder. Ja, wir stehen wieder safe. Ja, schmeiß doch deine Kanister. Komm, schmeiße doch. Hast du noch einen? Hier oben. Och, Opa. Keine Kraft mehr, oder was? Keine Kraft mehr, die alter Fremde. Fremde hier. Du schreist wie dein Vater. Ach, tu ich das? Oh, oh. Oh, oh. Komm her. Eine gute Wache hier. Du kriegst doch auch hier Fett weg. Ist mir auch nicht gewachsen, du kleiner Kampf. So, Hoppa wieder aktiv. So, Endkampf. Scheiße. Und nochmal. Nein, schon wieder falsch gedrückt. Bin ich gesteuert. Aber jetzt. Dreimal ist Thema recht. Geht doch. Und hier frisst das Opfer. Und ich hab schon wieder falsch gedrückt. Und wieder von vorne. Nerv. Konzentrier dich, Backen. Konzentrier dich. Ganz ruhig. Nicht drücken. B. Soll er kriegen. So. Jetzt aber Opfer. Mich zu vernichten ist dir bestimmt. Tu es. Gib dich deinem Hass hin. Er ist besiegt. Lass gut sein. Das ist ein Trick. Er ist stärker als ihr ahnt. Er verdient den Tod für das, was er mir antat. Vielleicht. Doch wenn du ihn im Zorn niederstreckst, bist du genau dort, wo es anfing. Bringt Bale und die anderen hier raus. Ich bin gleich hinter euch. Geht! Schnell! Beschützt die Senatoren! Er ist tot.
dann ist er jetzt mächtiger als je zuvor. Er sollte die Rebellen vernichten. Sein Opfer jedoch wird sie inspirieren. Aber jetzt kennen wir sie. Ich werde sie jagen und sie vernichten, wie ihr es schon immer gewünscht habt, mein Gebieter. Ihr müsst grausam sein, Lord Vader. Wenn auch nur ein Rebell überlebt, wird die Allianz, die wir versehentlich erschaffen haben, unser Untergang sein. Sind wir bereit, zu beenden, was er begann? Dann ist nun die Rebellenallianz geboren. Hier. Heute Nacht. Wir brauchen einen Banner für uns. Ein Symbol. Ein Symbol der Hoffnung. Jetzt ist er eins mit der Macht. Ihr wusstet immer, wer er war, oder? Ich habe es vermutet. Warum halft ihr uns, nach allem, was wir getan hatten? Als er in der Bar zu mir kam, sah ich unter all den finsteren Gedanken einen hellen Fleck. Etwas Wunderschönes, an dem er bis zuletzt festhielt. Was? Euch. Ja, Leute, so viel zu dem Thema. Jetzt habt ihr natürlich direkt gesehen, wie das alles überhaupt entstanden ist mit der Rebellenallianz. Der Imperator hat Lord Vader beauftragt, seinen Schüler loszuschicken und eine Rebellenallianz in dem Sinne zu gründen, um halt seine Feinde, die ja noch dort in dem Moment versteckt waren, ausfindig zu machen, damit er sie alle auf einen Streich vernichten kann. Und ja, das Ganze hat sich natürlich jetzt ein wenig selbstständig gemacht. Wer konnte ahnen, dass dann ein Sith-Schüler, ein Schüler von Darth Vader zur guten Seite wechselt? Und oh, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kriege dann so einen Schmerz bei solchen Momenten, gerade bei diesem Ende auch immer regelmäßig eine Gänsehaut. Weil ich bin ja überzeugter Star Wars-Fan. Und das ist doch ein richtig geiles Stück Software. War es damals schon auf der PlayStation 2? Damals habe ich das schon gefeiert, wie blöde, und dann als hier diese überarbeitete Version, diese Ultimate Sith Edition rauskam, musste ich die mir natürlich auch sofort zulegen. Einfach aus dem Grunde, weil das hier nochmal eben überarbeitete Grafik ist. An der Story hat sich eigentlich an und für sich nichts getan. Ich meine natürlich nur, auf der PlayStation waren die Missionen etwas langwieriger, weil wir sind jetzt wahrscheinlich nicht am Ende gewesen. Ihr könnt es ja selber mal zocken, wenn ihr mal Bock und Zeit habt. Ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Let's Play gefallen, auch wenn wir doch an hier und da ziemlich mal oft gefailt haben. Ziemlich peinlich gefailt haben vor allen Dingen. Und ich sammle hier noch so ein bisschen über die Credits rüber, damit die Credits natürlich nicht allzu langweilig werden. Mir hat es wieder einmal unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es jetzt länger nicht mehr gezockt. Ich glaube, das letzte Mal vor einem Jahr, vor anderthalb ungefähr. Und da eben noch nicht als Let's Play. Und jetzt als Let's Play ist das natürlich nochmal was ganz was anderes. Man merkt hier und da, dass ich noch Anfänger im Let's Play-Genre bin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da ein oder zwei Fehlerchen. Wenn ich da irgendwo Fehler machen sollte oder ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, immer nur raus damit. 38 Abonnenten spricht auch schon eine gewisse Zahl, ne? Und diese 38 Leute dürfen mir gerne Kommentare schreiben. Gerne auch als persönliche Nachricht. Noch ist da die Möglichkeit, dass ich die auch, soweit es mir geht, echt beantworte. Vorausgesetzt, es sind nicht so Spam-Mails, so hier so nach dem Motto, ich abonniere dich, damit du mich abonnierst. So läuft das nicht, Leute.
Ich finde es immer richtig toll, wenn ich Abos kriege, aber diese Abos möchte ich dann auch bekommen, weil ihr meine Videos mögt, weil ihr meine Let's Plays mögt, weil ihr einfach meine Art mögt, wie ich diese Let's Plays aufziehe und nicht, weil ihr euch davon erhofft, dass ich euch dann sofort rückseitig abonniere. So läuft das nicht. Wenn ich euch abonnieren sollte nach so einer Nachricht, dann nur, weil mir euer Kanal gefällt. Und sonst auch wirklich nicht, weil ich abonniere nur Leute, von denen ich auch der Überzeugung bin, dass ihre Let's Plays einfach gut sind oder generell die Videos, die sie hochladen, wirklich sehenswert sind. Ja, aber ich weiche jetzt von diesem Spiel ab. Ich will dieses Spiel hier ehren. Dieses Spiel ist ein wenig älter. Ich kann ja mal auf die Hülle gucken, ob ich hier irgendwelche Daten herauslesen kann. Nicht für die Verleih bestimmt, ja, so. ...2010 steht da irgendwas drauf mit den Copyright-Rechten. Also so um den Dreh wird sich's bewegen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig genau, wann dieses Spiel rausgekommen ist. Aber so um den Dreh wird sich's bewegen. Hat also schon ein, zwei, drei Jährchen auf dem Buckel. Hat man garantiert auch an der Grafik gesehen und ich bin immer noch ein wenig erkältet. Aber es lohnt sich einfach. Genauso wie es sich auch lohnt, mein anderes Let's Play zu GTA Vice City zu gucken, auch wenn dort die Grafik doch sehr, sehr schlecht ist für heutigen Standard. Damals war es natürlich top, heute flop. Aber es macht einfach auch da Laune. Und ihr seht auch an diesem Spiel, Spiele sind heutzutage echt mehr als nur irgendwelche Lauf von A nach B nach C Sachen, sondern sie erzählen wirklich richtige Storys. Das hier zum Beispiel ist ja eine komplette Zwischenhandlung zwischen Teil 3 und Teil 4 eigentlich. Weil sie komplett erklärt, wie eigentlich die Rebellenallianz, die ja sich durch die alte Trilogie, also Teil 4 bis 6 durchzieht, eigentlich überhaupt erst zustande gekommen ist. Weil das war ja immer so eine Sache, wo man sich gefragt hat, ne? Teil 3 ist zu Ende, Imperium ist da, Teil 4 geht direkt los mit Rebellen. Wo kamen die Rebellen her? Da fehlen natürlich 10 Jahre da oder mehr sogar noch. Und das klärt auf jeden Fall dieses Spiel, finde ich, sehr gut auf. Hat natürlich hier da seine Marken. Welche Spiele hat das nicht? Also ab und zu ist natürlich immer irgendwelche Marken. Und es ist einfach Star Wars und somit hat es bei mir schon direkt mega Bonus gekriegt. Allein schon der Soundtrack von Star Wars war und dieses Intro. Ich krieg Gänsehaut, Leute. Das ist Wahnsinn. Oh, ich hab hier so einen dicken Pulli und bei mir ist es auch recht fröstlich, aber... Heide Witzka. Es macht einfach Laune, die Spiele. So, wenn ihr euch selber von überzeugen wollt, kostet, glaube ich, nur noch 10 Euro heutzutage. Findet ihr garantiert bei Saturn, bei Mediamarkt oder sonst wo. Da bin ich auch her. Und ja, die Credits laufen hier runter durch. Ich kann ja so viel schon mal verraten, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so viele nicht, aber so ein, zwei Spiele schon im Hinterkopf. Ich muss ja jetzt irgendwie, ich möchte natürlich weitermachen mit den Let's Plays, so ist es besser funktioniert. Und wenn man weitermachen möchte, braucht man natürlich ein neues Spiel, wenn man das eine durchgezockt hat. Grand Theft Auto Vice City läuft natürlich weiterhin durch, und aber ich glaube, ich habe schon einen Favoriten oder ein anderes, weil es ist so ein... Ja, das eine ist ein bisschen düsterer von der Stimme, okay, ihr kennt es garantiert auch, ist auch schon ein wenig älter, genau wie das andere. Frage ist nur, könnt ihr vielleicht mal unter diesem Video posten, wenn ihr es bis hier durchgehalten habt, ob ihr lieber jetzt noch weiter in futuristisches Spiel bleiben wollt, also Sci-Fi-mäßig, Star Wars hier, ob ihr da bleiben wollt oder ob ihr ein bisschen was anderes zocken Genre möchtet. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr möchtet. Ja, very special thanks, George Lucas. Logo, George Lucas. Der Mann, sowas wie Star Wars, als im Prinzip One-Man-Show aus dem Boden damals gestampft. Keiner wollte die Drehbücher haben und er hat mich aufgegeben. Und ihr wisst, was Star Wars mittlerweile für eine Marke ist. 4 Milliarden Dollar. Gebt euch mal diese Zahl. 4 Milliarden Dollar an Disney verkauft. Was ich immer noch als Fehler erachte, ist überhaupt zu verkaufen. Solange Disney es nicht verdünnt. Und ja, da sind die Credits auch schon durch. Und nochmal Ladescreen. Kommt noch was? Nein.
Wir haben alle Holocrons gefunden. Nein, natürlich einmal diese Missionszusammenfassung. Die brauchen wir nicht unbedingt. Laden, 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 laden. Ja, nun komm. Nun lad schneller. Und da sind wir wieder auf Bildschirm. Ja, falls ihr auch nochmal wünscht, das andere Ende zu sehen, oder hier in dieser Version gibt es ja noch Zusatzlevel. Die werde ich jetzt nicht direkt im Anschluss zocken. Also wenn ich mal Bock habe, mal so ein Level zu zocken, nehme ich das auf, stelle es rein, aber es wird kein Muss sein. Das mache ich dann nach Lust und Laune. Wenn ihr es euch wünscht, schreibt es mir gerne rein. Ich versuche es dann, zu berücksichtigen. Und jetzt bleibt mir nur noch eines übrig. Den Titelbildschirm, so eine... Nein, wir gehen hier, wir bleiben hier im Titelbildschirm. Entschuldigung, das springt einfach nur von ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gucken müsst. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen rauf geben. Jetzt ist er ja blau, passend zu dem Bildschirmhintergrund. Und auch gerne abonnieren, es kann nie schaden, wenn, aber wirklich nur, wenn es euch gefällt. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Let's Play wieder. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und bis dann, euer Max. Und denkt dran, mögen die Nacht. Tschüss.